Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Easter Egg. Das werde ich euch heute mal zeigen und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir auch das Ganze an. Natürlich ist wieder das Typische, dass wir erstmal so ein paar Punkte machen, damit wir soweit die Türen aufkaufen können, wie man es eigentlich immer kennt von Zombies. Und danach geht es natürlich auch schon zu den Schritten. Nachdem soweit der Strom an ist, gehen wir natürlich zuerst einmal in den Äther, was ihr auch gerade seht, und holen das Teil für die Packer Punch. Weil das ist ziemlich wichtig, dass wir das bekommen und deswegen gehen wir jetzt mal kurz den Weg ab, damit wir uns runter teleportieren können zu dem Teil. Das seht ihr jetzt auch gerade hier im Video, da laufe ich gerade hin. Allerdings habe ich es da ein bisschen versemmelt und bin in die falsche Richtung gelaufen, kann auch mal vorkommen. Und dann sammeln wir das Teil auf und dann ist es auch egal tatsächlich, wer das Teil einbaut, kann jeder machen. Wichtig ist halt, dass man das in der gewissen Zeit schafft, weil es geht halt auch nach Zeit, wenn man im Äther ist. Da ist nämlich das Problem, wenn man gewisse Schritte nicht schafft, dann muss man das in der nächsten Runde machen, weil man den Äther immer aufladen muss. Zumindest den Dunkeläther. Kommunikation steht wieder. Verdammt, wir hätten euch verloren. Was ist passiert? Wo waren Sie? Weaver, das ist unglaublich. Diese Anomalie. Sie ist eine Brücke in die andere Dimension. Die aktuell in unserer... Als nächstes geht es wieder in den Äther bzw. in die Anomalie, weil wir jetzt das Ätherscope bauen. Und das ist recht wichtig zu bauen. Das besteht aus drei Teilen. Und hier nochmal eine kleine Info für diejenigen, was es noch nicht wussten. Und zwar das erste Teil ist immer in dem Bereich, wo eben auch die Anomalie ist. Also sprich, da müsst ihr zuerst suchen. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr das in der Zeit schafft, weil ansonsten müsst ihr halt wieder komplett eine Runde warten bzw. so viele Zombies killen, damit ihr wieder eine Anomalie betreten könnt. Und deswegen müsst ihr euch da eigentlich schon beeilen. Der Vorteil ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich hier mit anderen zusammenspielt, könnt ihr beispielsweise auch die anderen das aufsammeln lassen. Also wer es aufsammelt, ist es im Prinzip egal. Ich habe es jetzt hier in dem Part gemacht, damit man einfach auch mal die Spots sieht für diejenigen, was sie noch nicht kennen. Und dann gehen wir die jetzt mal ganz kurz durch. Wichtig ist übrigens auch, wenn ihr jetzt einen Megaton begegnet, wie hier jetzt zum Beispiel, dass ihr einmal im Teich einen Pilz anschießen lasst. Also er muss dann mit seiner Säure einen Pilz anschießen, damit wir da auch noch die Wunderwaffe später upgraden können. Also das ist dann auch noch ein Part von der Wunderwaffe, beziehungsweise von dem Upgrade der Wunderwaffe. Das werde ich aber auch nochmal genauer erklären. Aber das ist dann auch ganz wichtig, sollte da gerade einer da sein. Wir brauchen ihn so oder so, einfach auch überhaupt, um die Wunderwaffe zu bauen. Aber dazu kommen wir gleich. Hier sammeln wir jetzt erstmal das dritte Stückchen ein und können das Ganze dann bei der Packer Punch am Werktisch zusammenbauen. Das hat in dem Fall dann auch schon mein Kollege erledigt. Und dann haben wir den Part schon mal fertig. Sieht aus wie ein Teil eines Datenkollektors. Vielleicht als Endstation ihn erschaffen, um die anderen Dimensionen zu erkunden. Hast du die chemische Reaktion von diesem Pilz gesehen? Sein. Für was auch immer.
Heldenzeit können sie beide funktionieren. Wie Dugesien. Nur mit Beinen. Und atomarer Strahlung. Einsatzteam, das ist unser Glückstag. Als nächstes töten wir hier die Hälfte des Megatons, um die Schlüsselkarte zu erhalten, welches ihr gerade auch seht, dass wir die hier gerade aufnehmen, und bringen die dann eben hier in die Waffenkammer bzw. Waffenlabor, jetzt kriegen wir es hin, um dort eben die TOT-Fernbedienung abzuholen. Die brauchen wir nämlich später für die Wunderwaffe, das ist ziemlich wichtig. Ebenso können wir auch schon ein bisschen weitermachen mit dem Easter Egg selber, und zwar indem wir uns das Computerpasswort von Dr. Vogel beschaffen. Das ist nämlich immer machbar, auch wenn wir die Wunderwaffe noch nicht fertig geupgradet haben, und dazu müssen wir wieder in den Äther und das Tagebuch sammeln. Als nächstes gehen wir drei Wege ab, wo die Geister stehen, beziehungsweise hier gibt es drei Geister, das sind diese Kugeln hier, welche ihr gerade seht. Die müssen wir jeweils einmal mit Viereck anquatschen, beziehungsweise einmal mit Viereck erscheinen lassen und dann nochmal mit Viereck anquatschen. Insgesamt sind es drei Stück. Und zum Schluss können wir dann nämlich am PC das Passwort eingeben. Wichtig ist natürlich hierbei auch, dass auch jetzt wieder die Zeit begrenzt ist und ihr euch damit auch beeilen solltet. Wenn ihr dann zusammen mit anderen spielt, ist es natürlich wieder ein bisschen einfacher. Das Schöne ist, wenn wir das Passwort eingeben, dafür müssen wir eben nicht mehr im Äther sein, nur eben für die vorherige Szene. Und jetzt machen wir natürlich auch weiter mit der Wunderwaffe. Also ihr seht schon, ich habe ein paar Zombies gesammelt und auf der Seite die TOT angeschalten, beziehungsweise die Box, in der sich die TOT befindet, und mal so ein paar Kills gesammelt, und als nächstes können wir die TOT einsammeln. Und dann können wir auch schon zum Penthouse und uns zwei Teile holen, welche wir für die Upgrades brauchen. Das sind auch für zwei verschiedene Upgrades. Und zwar ist das einmal eben der Kanister, der Gaskanister, und zum anderen eine kleine Ampulle, welche wir nachher für den Pilz brauchen, um davon die Essenz einzusammeln, die was ja von diesem Megaton angeschossen wurde. Die leere Ampulle, die bringen wir jetzt hier runter zum Pilz und stellen es einmal dran, müssen ungefähr, sag ich mal, 2 Minuten warten, bis wir sie wieder aufsammeln können. Und den Gaskanister, den bringen wir nachher runter zur Tankstelle. Da ist es übrigens auch wichtig, dass ihr einen Hund, also diese Zombiehunde im Prinzip, tötet, weil der muss da das Gas auch noch ablassen. Also der ist ja auch aus diesem Säuregas oder was es da genau darstellt. Und der muss eben direkt neben dieser Tankstelle getötet werden. Das Ganze ist da unten auch in dem Bereich, wo der Deadshot Dakiri ist. Werdet ihr nachher auch mal kurz sehen. So, und mein Kollege, der hat jetzt den Pilz eingesammelt, der hat das jetzt schon erledigt, also im Prinzip diese kleine Ampulle. Und jetzt geht es zu Tempo Cola. Bei Tempo Cola müssen wir im Prinzip direkt daneben zu dem kleinen Automaten, da ist so eine kleine Kiste. Und ihr seht auch gerade eben, hat der andere Kollege den Schritt mit dem Pesthund erledigt, also sprich für das andere Upgrade.
Und dann geht's jetzt hier auch schon weiter. Und jetzt gehen wir hier einmal zur Laserstation. Das ist jetzt übrigens das Feuer-Upgrade, welches wir da abgeben bzw. da reingesetzt haben. Dafür müsst ihr eine kleine Kiste anmessern. Die findet ihr an der Absturzstelle, wenn ihr im Äther seid. Wenn wir jetzt runter zum Teich gehen, können wir uns das dann auch abholen, hier auf dem Laster. Also ihr seht es gerade, ich hole jetzt schon das erste Upgrade und ich würde euch auch tatsächlich empfehlen, wir müssen nämlich nachher eine Versuchskammer, nenne ich sie mal, also so heißt sie eigentlich auch, anschießen. Und da würde ich euch empfehlen, dass ihr wirklich jede Versuchskammer direkt anschießt, weil sonst müsst ihr halt zu jeder einzelnen Kiste nochmal extra hingehen und es ist halt ein bisschen umständlich. Deswegen würde ich euch empfehlen, wirklich nach jedem Upgrade, also wenn ihr es gerade fertig gemacht habt, direkt dahin zu gehen und eben hier eine dieser Düsen anzuschießen. Und hier ist jetzt übrigens die Kiste, welche wir eben vorhin erwähnt hatten. Und zwar von dem Pilz, wo wir eben diese Essenz gesammelt haben und haben jetzt im Prinzip auch hier das Update von der Kryo, also der Eiswaffe. Und müssen hier einmal gedrückt halten und die Düse anschießen. Dann haben wir nämlich schon die zweite Düse. Jetzt können wir auch das nächste Upgrade holen und ihr seht das gerade, ich stehe da jetzt direkt davor, also damit ihr das auch mal gesehen habt. Und das müsst ihr mit einer normalen Waffe angeschossen haben und dann explodiert das so lustig, wie ihr gerade gesehen habt. Und ihr könnt es danach direkt öffnen und das Upgrade, also das Nova Upgrade, rausholen. Das ist dann übrigens das Upgrade, welches ihr erhaltet mit dem Höllenhund und mit dem Gaskanister. Natürlich geht es auch hier wieder nach unten und natürlich müssen wir auch wieder eine Düse anschießen, was wir natürlich auch direkt tun. Und dann fehlt uns im Prinzip nur noch ein einziges Update. Dafür sind wir jetzt wieder im Äther. Und zwar geht es jetzt hier um diese Kristalle, welche ihr gerade seht. Die müssen wir einsaugen. Ganz, ganz wichtiger Schritt. Zum einen müssen wir uns beeilen von der Zeit her, weil wir halt eben wieder im Äther sind. Und zum anderen müssen wir die einzeln abgeben, weil wir immer nur einen tragen können. Wir nehmen die im Prinzip mit L2 auf und mit R2 schießen wir dann eben hier unten bei der Packer Punch hinten im Eck die Kiste an. Und wenn wir dann im Prinzip den letzten Kristall gesammelt haben, können wir auch schon das letzte Upgrade herausnehmen und müssen dann natürlich wieder zur Versuchskammer und dort die letzte Düse anschießen. Funktionieren.
Und mal wieder geht es jetzt in eine Anomalie bzw. in den Äther. Und ihr seht doch schon gerade, da ist jetzt wieder so eine kleine Projektion. Und jetzt geht es darum, dass wir uns den Ätherschlüssel besorgen. Das ist gar nicht mal so schwer. Wir müssen jetzt eigentlich im Prinzip nur hier dem Gespräch lauschen, ein bisschen warten. Und sobald wir dann im Prinzip den Äther verlassen haben, können wir auch genau an der Stelle, wo jetzt hier diese ganze Szene eben spielt, den Ätherschlüssel aufsammeln. Nachdem wir den Schlüssel aufgenommen haben, geht's zurück in den Hof und da müssen wir jetzt dreimal mit der Interaktionstaste gegen den Panzer eben im Prinzip kloppen, also es macht's automatisch. Da öffnet sich der Deckel und den Zombie müssen wir einmal töten und dann mit einer Semtex gegen den kleinen Deckel bzw. die Luke eine werfen, damit's da einmal explodiert und jetzt schießt der Panzer automatisch diesen Baum um und lässt eben da sogar noch uns die Kammer mit dem Dekon Terminationsmittel, was ein Wort, fallen. Die haben wir jetzt hier auch gerade in der Hand. Die haben wir jetzt hier in dem Bereich aufgesammelt. Und diese müssen wir jetzt im Prinzip zu dem Bereich bringen, wo wir vorhin diese kleine Anomalie hatten, wo wir auch den Ätherschlüssel aufgesammelt haben und in dieses kleine Kästchen einsetzen. Und jetzt folgt ein ganz wichtiger Schritt. Und zwar müssen wir einen Megaton in die Versuchskammer locken, also die beiden Hälften davon, damit diese aufgenommen werden. Es ist bei uns hier jetzt schon passiert. Und dann müssen wir uns alle zusammen, also wenn man zusammenspielt, hier reinstellen und eben mit dem Computer interagieren. Und dann startet nämlich nochmal ein Verfahren, beziehungsweise noch so eine kleine Szene. Wenn wir mit der Szene durch sind, müssen wir noch ein allerletztes Mal ins Wohnzimmer. Und zwar müssen wir dort dann nochmal in die Anomalie und im Prinzip die letzte kleine Szene dadurch triggern. Und danach startet nämlich dann auch der Bosskampf. Wir werden dann ein Familienfoto da liegen sehen. Das müssen wir dann nämlich aufsammeln nach dem ganzen Szenario. Und dann werden wir automatisch in den Bossraum teleportiert.
Und jetzt startet nämlich auch schon der Bosskampf und der ist jetzt ganz, ganz wichtig. Der ist insgesamt aus drei Phasen. Einmal die Deaktivierung magnetischer Eindämmung, dann die Deaktivierung der Hauptkühlung und die Deaktivierung der Ausfallsicherung. Alle drei Phasen müsst ihr überstehen und es wird auch jede Art von Gegner kommen von allen möglichen Richtungen. Und ihr müsst im Prinzip einfach nur überleben und verteidigen. Natürlich umso länger ihr hier den guten Herrn beschützt und er, sage ich mal, keinen in Klammern Schaden bekommt, kann er natürlich auch schneller die ganzen Sachen reparieren und ihr braucht natürlich kürzer dafür für das Ganze. Seid ihr hier, um sie aufzuhalten? Ich helfe euch. Wir schalten diese Höllenmaschine ab. Schließen das Tor. Das ist ein erster Schritt. Ich repariere den Schaden, den ich angerichtet habe. Bemerkenswert. Seine Hirnfunktion wurden so weit wiederhergestellt, dass er sich an sein früheres Selbst erinnert. Oh, Mary Shelley hätte ihre Freude daran. Ich weiß die Rettung zu schätzen. Solltet ihr das Ganze geschafft haben, geht dann ein Timer los und ihr habt insgesamt 1 Minute 30 Zeit jetzt, um da rauszukommen. Und jetzt seht ihr das auch gerade, da kommen Blitze und da müsst ihr richtig aufpassen, dass ihr da nicht reinfliegt. Es ist auch voll egal, ob ihr jetzt drauf geht oder nicht. Wichtig ist tatsächlich, dass einer überlebt und dann überleben dadurch alle und ihr bekommt auch die Trophäe fürs Easter Egg. Das war's eigentlich auch schon mit dem ganzen Easter Egg. Ich werde euch natürlich unten drunter noch den Textleitfaden verlinken, solltet ihr das Ganze per Text nachlesen wollen. Und dann hoffe ich mal, dass ihr es auch schafft und drücke euch natürlich dafür auch die Daumen. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, solltet ihr ein Abo da lassen, um einfach nichts mehr von diesem Kanal zu verpassen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video.